Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht schon zur Rache des Sub April. Und ich kann euch sagen, im April 2021, denn ich schaue mir ja die Neuzugänge von vor 3 Jahren an und gucke, was davon noch ungelesen ist. Auf jeden Fall April 21 habe ich ein separates Neuzugänge-Video gedreht. Das verheißt nichts Gutes. Ich lege direkt mal los. Ich musste jetzt umstöpseln ins rechte Ohr, weil ich dachte, meine Headsets würden auch, wenn ich nur das linke drin habe, funktionieren. Habe ich immer das rechte drin? Ich weiß es nicht. Aber gut. So, jetzt aber wirklich. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein reines Neuzugänge-Video gedreht habe, beziehungsweise drehen musste. Es ist soweit. Ich habe im April so viele Neuzugänge, dass ich ein separates Video machen muss. Es sind 9 Neuzugänge. Wieso ich die 10 nicht voll gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber 9. Und ich starte mit dem ersten Neuzugang. Das ist auch das Geschenk, deswegen, ich habe mir das Buch nicht selber ausgesucht. Es ist aus dem Diogenes Verlag und ich glaube, ich habe schon oft genug über die Hässlichkeit dieser Cover gerantet, wobei das noch ganz schön ist, weil da ein hübsches Motiv drauf ist und ich glaube, es spielt in Frankreich. Périgord klingt französisch. Es ist Martin Walker Revanche. Der 10. Fall für Bruno, ja. Chef de Police. Da kann ich direkt sagen, dass es wieder ausgezogen ist. Es war ein Geschenk zu einem 10-jährigen Jubiläum und mein innerer Monk. Ne? Ich konnte das einfach nicht lesen, es ist irgendwann ausgezogen und ich habe es weitergegeben. Ja, dann ist es auch noch ein Diogenes-Buch. Also ich möchte gar nicht sagen, ob Bruno, Chef de Police, nicht ein guter Ermittler sein könnte, aber ich hatte keine Lust, mit Fall 1 anzufangen, um ihn kennenzulernen und ist eine witzige Idee, einen 10. Fall zu einem 10-jährigen Jubiläum zu schenken. Aber alle Buchnerds unter uns werden das wahrscheinlich so sehen wie ich, dass man das schwer machen kann, wenn man nicht weiß, dass die Person die Reihe nicht sowieso liest und bei Band 10 sein müsste. Also ja, das ist nicht mehr da. Kommen wir zu den Rezensionsexemplaren, bevor ich zu der großen Bestellung komme, die mir das Genick diesen Monat gebrochen hat. Das erste Rezensionsexemplar, darauf freue ich mich riesig. Das ist ein neues All You Can Read Buchclub-Buch. Deswegen hier jetzt schon der kleine Spoiler, aber ich muss es euch zeigen, weil es so schön ist und ich mich so freue. Es ist auch schon eingeteilt, wir werden es im Mai lesen. Jetzt verholper ich mich schon, weil ich so mich auf dieses Buch freue. Es ist Youth Fantasy. Ruth hat wahnsinnig davon geschwärmt. Sie hat es schon auf Englisch gelesen, ist jetzt auf Deutsch rausgekommen. Der große New York Times Bestseller. Ich finde das Cover wunderschön und ich lese euch gleich den Klappentext mal vor. Es ist Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte. Es hat nichts mit dem Film zu tun. Es gibt auch einen Parnassus Film. Das ist was anderes. Ja, das habe ich natürlich gelesen. Im All You Can Read Buchclub haben wir es zum Teil zusammengelesen, nachdem Ruth so geschwärmt hat. Und ich mochte das auch sehr gerne. Jugend Fantasy, rund um Mr. Parnassus Heim für magisch begabte Kinder, wie der Titel schon sagt. Da kommt ein Aufseher vom Amt quasi vorbei und soll da mal ein bisschen nach dem Rechten schauen. Und das ist so ein schönes Buch, sehr herzlich, mit sehr viel Message und ja. Das hat mir sehr gut gefallen und es ist gelesen. Geht es in ein ganz anderes Genre mit dem Buchclub? Und zwar ist auch das ein Rezensionsexemplar aus dem Goldmann Verlag. Mr. Parnassus war von Heine. Das jetzt aus dem Goldmann Verlag von Simone St. James, Zimmer 103. Es steht, es ist ein Roman, aber es sieht doch sehr nach Thriller, düster, Krimi aus. Hier draußen sieht es auch gerade nach Thriller, düster, Krimi aus, weil es so laut regnet. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Ja, auch Zimmer 103 von Simone St. James ist gelesen, war auch ein All You Can Read Buchclub Buch. In der Zeit haben wir noch sehr viel zusammen gelesen, da hatten wir gefühlt auch irgendwie noch mehr Zeit. Aber ja, das war so ein Krimi-Thriller, hatte auch so Geisteraspekte, aber ich weiß wirklich nicht mehr viel. Ich lese mir mal kurz meine eigene Rezension durch. Ah ja, es spielte auch in 2 Zeitzonen und die Vergangenheit, die 80er Jahre, die kamen irgendwie überhaupt nicht rüber. Das hatte mir nicht so gut gefallen. Der Geisteraspekt hatte mir nicht gefallen und den brauchte man auch nicht zwingend. Der steht auch nicht hinten drauf und der hatte uns, glaube ich, alle so ein bisschen irritiert. Mein Fazit ist alles in allem eine nette Geschichte, aus der die Autorin mehr hätte machen können. Ja, deswegen habe ich es auch ziemlich schnell wieder vergessen, diesen Spannungsroman, aber er ist auf jeden Fall gelesen. Weiter geht es mit einem Rezensionsexemplar, wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Das ist hier mit einem tollen DIY-Paket angekommen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich das jemals machen werde, nämlich einen eigenen Traumfänger zu basteln mit Federn und Stoff und so.
Aber ich habe es noch hier. Wenn mir mal unfassbar langweilig ist und ich nicht weiß, was ich machen soll, 96 Bücher auf dem Sub, dann werde ich basteln. Bis dahin werde ich mir erstmal das Buch zu Gemüte führen. Und zwar ist es das neue Buch von Maike Werkmeister. Der Wind singt unser Lied. Und dieses Buch ist so schön. Ich finde das so, so schön. Ja, ein Maike Werkmeister Buch, was auch schon gelesen ist. Und zwar spielt das in St. Peter-Ording. Der Wind singt unser Lied. Und ich habe es gelesen, als ich in St. Peter-Ording im Urlaub war. Das hat sehr gut gepasst. Und ja, es geht um Toni, die nach längerer Zeit mal wieder in ihre Heimat kommt. Sie hat sich damals dann nie so richtig wohl gefühlt und ja, hat da so ein paar Sachen aufzuarbeiten. Sie kommt auf den Ferienhof ihrer Eltern. Die Eltern sind auch ein bisschen anders, als sie sein sollten. Ja, natürlich trifft sie auch noch jemanden aus ihrer Vergangenheit und das hat total viel Spaß gemacht. Das Setting kam super gut rüber. Es hat natürlich auch geholfen, dass ich das in der Sonne auf der Terrasse in St. Peter-Ording selbst gelesen habe. Aber ja, es ist ein gelesenes Buch und ich mag Maike Werkmeisters Geschichten sehr, sehr gerne. Und die hier mochte ich auch und das Cover ist wirklich extrem schön. Unter anderem dabei, das ist jetzt auch ins Deutsche übersetzt worden. Ich wollte aber gerne das englische Original haben, weil ich mal wieder auf Englisch lesen möchte, wenn ich irgendwann dazu komme. 96 Bücher auf dem Sub. Man muss sich nicht selbst dafür schämen, dass man Bücher kauft und nicht weiß, wann sie gelesen werden. Und zwar von Hazel Pryor, Away with the Penguins. Pinguine! Please! Hazel Pryor, glaube ich, heißt die Autorin, Away with the Penguins. Ja, ist auch gelesen. Yes! Ein englisches Buch, was ziemlich offensichtlich, warum das bei mir gelandet ist. Es ging um Pinguine, es ging um die Antarktis und um eine ältere Dame, die ihr Vermögen einer kleinen Pinguin-Forschungsgruppe vermachen möchte. Aber sie möchte sich vorher das Ganze mal angucken, wie realistisch das ist. Da werden wir jetzt mal nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall reist diese sehr alte, betuchte Dame dorthin und ist bei den Pinguinen, was einige witzige Szenen nach sich zieht. Es gibt auch noch einen anderen Familienaspekt, der so hinten gar nicht drauf stand, über den ich jetzt gar nicht so viel sagen möchte. Der hat mich ein bisschen überrascht, der hat mir nicht immer gefallen, aber es war in Ordnung. Ich glaube, es gibt sogar eine Fortsetzung, die habe ich noch nicht gelesen. Das Buch ist immer noch bei mir. Es war einfach schön, in dieser Pinguin-Landschaft zu sein, auch wenn nicht immer alles so wahnsinnig realistisch war, was da dargestellt wurde. Nicht mal im Ansatz, aber es spielt halt in der Antarktis bei den Pinguinen mit einer älteren Protagonistin. Und die Grundstory ist schon witzig und es war ein nettes Buch, war jetzt nicht mega Highlight, aber das Highlight ist, dass es gelesen ist. Das läuft richtig gut. Also ich klopfe auf Holz, mal gucken, wie es weitergeht. Ein anderes Buch, das das ist relativ dünn. Da hoffe ich, dass ich das mal zwischendurch wegschmökern werde, auch wenn es mich wahrscheinlich sehr traurig und wütend und nachdenklich machen wird. Aber das ist Sinn der Sache. Und zwar hatte ich im Lesemonat schon gesagt, dass ich Seaspiracy geschaut habe und da geht es unter anderem auch um die Arbeit von Sea Shepherd. Und Paul Watson hat diese Organisation ja gegründet, er ist Kapitän auf einem dieser Schiffe, die ja gegen illegale Fischerei kämpfen und wirklich tolle Arbeit meiner Meinung nach leisten. Auch da gibt es Kritiker, das weiß ich, aber ich möchte gerne sein Buch lesen, und zwar von Paul Watson, Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir. Das ist auch dieses Jahr erst rausgekommen, also relativ frisch, deswegen möchte ich das auch zeitnah lesen, weil ja, es unsere jetzige Zeit betrifft und ich wissen möchte, was Paul Watson zu sagen hat. Ja, Paul Watson, Wenn der Ozean stirbt, sterben auch wir. Ein dünnes Buch, das habe ich auf irgendeiner Zugfahrt auf dem Hin- und Rückweg gelesen und fand das sehr gut. Es hat mir gut gefallen. Das ist der Gründer von Sea Shepherd. Und der hat eben ja seine Sicht der Dinge dargestellt, recht knapp, aber auch wie er zu dem ganzen Thema gekommen ist, wie er dazu steht, was mit unseren Weltmeeren passiert, wo die ganzen Probleme liegen und was das mit uns allen zu tun hat, mit dem Klima und mit unserem Überleben als Menschheit. Und es ist ein sehr gutes Buch. Ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute lesen. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte beim Thema Klimaschutz. Die Weltmeere ist ein Aspekt, aber auch ein meiner Meinung nach extrem wichtiger und extrem relevanter, der nicht immer so gesehen wird. Also Plastikstrohhalme im Meer sind schlimm, aber es gibt noch viel, viel schlimmere, schlimmere Sachen, die auf den Weltmeeren passieren, die unser komplettes Ökosystem durcheinander bringen und damit uns alle auch betreffen und auch jetzt schon betroffen machen. Nur dass wir irgendwie so ein bisschen der Krebs im Wasserbad sind, was langsam erhitzt wird und nicht ins heiße Wasser geschmissen wird. Denn wir tun eindeutig zu wenig. Ja. Aber das Buch ist gelesen und es ist auch noch bei mir. Und ich bin weiterhin Unterstützerin von Sea Shepherd und auch von Paul Watsons Idee.
kommen wir noch zu einem weiteren Diogenes-Buch. Und das habe ich mir selber ausgesucht. Ich weiß nicht, wann ich darauf gekommen bin, ob das eine Freundin mir empfohlen hat oder ich das irgendwo gesehen habe. Ich weiß es nicht, aber es klingt schon nach einer Diogenes-Geschichte. Es klingt ein bisschen crazy, aber Leute, es ist ein Pinguin drauf. Ich sollte vielleicht mal anfangen, diese ganzen Antarktis-Kälte-Bücher zu lesen, statt sie immer nur zu kaufen. Aber egal, ich habe sie hier, es ist ein Pinguin drauf. Und zwar von Andrei Kurkov, Picknick auf dem Eis. Das erste Buch, was ungelesen ist, aus dem Diogenes-Verlag, selbst gekauft. Es ist ein Pinguin drauf. Das einzig schöne Diogenes-Cover, was es gibt. Ja, Picknick auf dem Eis soll ziemlich skurril sein. Und ich habe es auch nicht gelesen. Ja, ich werde euch das am Ende dann vorstellen. Vielleicht bleibt es bei dem einen Buch. Ich werde es dann holen. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Okay, ein Buch bis jetzt. Wie viele waren schon gelesen? Ich habe nicht mitgezählt, aber eins ist in Ordnung. Wenn es dabei bleibt, wäre noch viel cooler. Kommen wir zu den zwei letzten Neuzugängen. Und das ist eine Herzensautorin. Und deswegen habe ich die Bücher auch gekauft. Auch wenn sie hier eine Weile erstmal stehen werden vielleicht. Ich kann einfach nicht 100.000 Bücher parallel lesen. Aber die sind schon lange auf meiner Wunschliste, zumindest das eine Buch. Das andere, da weiß ich erst seit kurzem, dass die Autorin ist, die sie ist. Und zwar ist von Sarah Fischer, und jetzt werdet ihr denken, Sarah Fischer, kenne ich nicht. Abwarten. Von Sarah Fischer ist der Roman Zeilen ans Meer als Taschenbuch jetzt veröffentlicht worden. Übrigens, wunderschön. Habt ihr irgendwie so gemerkt, dass ich so einen Blaufimmel gerade habe? Oder dass einfach die Bücher, die mich interessieren, so einen Blau-Ozean-Charakter haben? Nochmal blau, hauptsächlich. Ist es Fernweh? Ist es Urlaubssehnsucht? Man weiß es nicht. Bevor der Abschnitt jetzt zu lang wird, Adriana Popescu ist Sarah Fischer. Zeilen ans Meer habe ich auch gelesen. Das ist ein Briefroman die Hauptdarstellerin, die Protagonistin, hat, als sie in Australien war, als junge Erwachsene, eine Flaschenpost am Ende da ins Meer geworfen und viele Jahre später findet jemand die in Australien und schreibt ihr dann tatsächlich. Und in der Zwischenzeit ist viel vergangen. Sie hat jetzt schon ein Kind, eine Familie und da entwickelt sich eine Brieffreundschaft. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Mir hat es gut gefallen, aber manchmal war es mir ein bisschen zu kitschig, ein bisschen zu drüber. Und ich wollte die Protagonistin manchmal einfach schütteln und sagen, Mädel, denk doch mal nach, bevor du Dinge tust. Aber im Großen und Ganzen hat es mir ganz gut gefallen. Ich glaube, es hat 3,5 Sterne bekommen. Aber es ist gelesen. Genau, Adriana Popescu hat da unter ihrem Pseudonym, sie hat ja diverse Pseudonyme, unter dem Pseudonym Sarah Fischer das Buch geschrieben. Und wer mal Bock auf einen bisschen schmalzigen, kitschigen Liebesroman hat, der eben im Briefformat oder E-Mail-Format geschrieben ist, zwischendurch sind es auch andere Szenen, aber es ist wirklich immer dieses E-Mail-Brief-Thema hin und her. Wer das gut findet, der sollte da mal vorbeischauen. Zum letzten Buch. Und jetzt wisst ihr, ich habe ja gesagt, zwei Bücher einer Autorin, Adriana Popescu, aka Sarah Fischer. Ich habe ein anderes Buch, das neueste Jugendbuch von Adriana Popescu, mir geholt. Ich hoffe, ich mag es. Also ich liebe ja die Autorin seit Goldene Zeiten im Gepäck. Ich mochte aber dieses rosane Buch nicht mit den Bildern vorne drauf. Also nicht Bilder mit den Fotografien. Wie hieß es denn, was in Stuttgart spielt? Egal, Kommissar Rauch mochte ich. Das ist aber wieder ein ganz anderes Genre. Von diesem Buch schwärmen so viele. Und ich liebe ja den Schreibstil. Deswegen, ja, erhoffe ich mir Großes aus dem CBT-Verlag. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln von Adriana Popescu. Und auch hier lese ich kurz vor, was hinten draufsteht. Ja, das kann ich gleich direkt machen. Das letzte Buch ist auch noch nicht gelesen. 2 von 9 Büchern ist eine okaye Quote. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil ich beide Bücher jetzt auch endlich mal anlesen möchte. Und ich bringe sie mal eben hierher. Da sind die beiden Schätzchen, die bis Ende Juli gelesen werden müssen. Meine eigene Challenge. Und zwar von Andrei Kurkov, Picknick auf dem Eis. Als Tagträumer hat es Viktor schwer im Kiew der Neureichen und der Mafia. Ohne Geld und ohne Freunde lebt er mit dem Pinguin Misha und schreibt unvollendete Romane für die Schublade. Zum Überleben verfasst er für eine große Tageszeitung Nekrologe über Berühmtheiten, die allerdings noch gar nicht verstorben sind. Wie jeder Autor möchte Viktor seine Texte auch veröffentlicht sehen. Ein Wunsch, der beängstigend schnell in Erfüllung geht. Und der Spiegel hat geschrieben, Pinguin Misha ist nur eine Nebenfigur, aber was für eine. Es klingt sehr skurril und abstrus und es könnte ein mega Highlight, aber auch ein mega Flop werden. Ich glaube dazwischen wahrscheinlich nicht viel. Ich bin gespannt. Schreibt mir gerne mehr spoilerfrei wie immer.
ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt und zu welchem ich zuerst greifen soll. Und hier Adriana Popescu, Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Das ist einer ihrer Jugendromane, der extrem viel positive Bewertung bekommen hat, bin ich der Meinung. Ich habe das bei so vielen gesehen und jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich selber lese. Zumal es jetzt hier 3 Jahre auf dem Sub versauert ist und schon umgezogen ist. Hat hier eine Delle bekommen. Ich glaube, das war ich aber selber. 3 Freunde, die Geister der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Irgendwas hat dieser neue Samuel an sich, das Marie von Anfang an fasziniert. Und Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite nähern. Und mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich Theo, Maries jüngerer Bruder, der seit einem traumatischen Ereignis vor über einem Jahr immer noch mit seinen Ängsten ringt. Marie, Samuel, Theo. Ihr Aufeinandertreffen wird ihre aller Leben für immer verändern. Ich glaube, ich verwechsel das Buch gerade mit einem anderen Jugendroman, was auch noch auf dem Sub ist und irgendwann kommt. Gut, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Adriana Popescus Schreibstil ist großartig. Nicht alle Geschichten ziehen mich so krass rein wie Goldene Zeiten im Gepäck. Ich sage es immer wieder, aber es ist einfach für mich die Benchmark bei Adriana. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, es wird jetzt auch Zeit. 2 Bücher aus 9, habe ich eben schon gesagt, ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Und es wird Zeit, dass der Sub runtergerockt wird. Im Moment läuft es ganz okay. Und mit diesen 2 Büchern geht der Subabbau weiter. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Abo nicht vergessen, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und bis dann. Tschüss.